Mein erstes Bild von der Messe Frankfurt ist sicherlich sowas Ähnliches wie ein zweites Zuhause. Nach all den Jahren bin ich gerne hier im Unternehmen. Ich bin gerne mit den Menschen zusammen, mit denen ich zusammenarbeite. Wir sehen ja das Bild sozusagen für die Messe. Ich finde das eine tolle Aufgabe. Die Messe Frankfurt wird als professioneller Messeveranstalter betrachtet. Ein Ort, für mich auch der beste Ort, wo Gegenstände, Marken, Leute, Käufer, Einkäufer, Verkäufer zusammenkommen. Von Büro der Messe Frankfurt, Erika Haskontag. Wenn ich in Brasilien bin, sobald ich sage, dass ich bei der Messe Frankfurt arbeite, sind alle ganz begeistert und wollen wissen, wie alles hier wirklich funktioniert. An der Messe Frankfurt reizt mich vor allen Dingen die Internationalität. Also ich finde es sehr spannend, wie die unterschiedlichen Kulturen hier alle zusammenfinden. On the stage where, you know, so many people from different countries all come together and share the same goal. Die Messe ist eine Grande Dame und die hat ein tolles Kostüm an. Und das ist ein Kostüm, das ist retro und es ist gleichzeitig auch mit was ganz Modernem versehen. Man kann die Jahresringe bei uns auf dem Gelände hier regelrecht abzählen. Wir denken, dass die Hallen eigentlich etwas ist, wo ein wenig wie eine Privatsphäre ist, und der Durchgang, der Zwischenraum, muss eigentlich die Qualität schaffen dessen, was ein öffentlicher Raum ist. Und jetzt muss dieses Angebot natürlich irgendwie auch aussehen. So. Und es sollte so aussehen, dass man es klar identifizieren kann, dass es eben ein Angebot der Messe Frankfurt ist und nicht ein Angebot von irgendeinem Aussteller hier. Das Erscheinungsbild von der Messe Frankfurt, das ist ja das Erste, was die Kunden dann von der Messe sehen. Erscheinungsbild ist für mich durchaus sowas Ähnliches wie ein großes Puzzle. Um das zusammenzusetzen, gehören eine Menge verschiedene Teile dazu. Das heißt alles, eigentlich alles, also vom Ticket über die Gebäude, über die Personen, die mit der Messe zu tun haben, dort arbeiten, die ganzen Serviceeinrichtungen. Ein gewisser Verhaltenskodex auch, also zuerst mal sehr offen zu sein, zuzuhören. Corporate Design ist der Teil unseres Erscheinungsbildes, der für alle sichtbar wird. Die Darstellung eines Unternehmens mit visuellen Mitteln. Gewisse Standards, die weltweit gelten. Gerade wenn man mit Messen im Ausland arbeitet, auch viel Kontakt hat mit Mitarbeitern, die vielleicht auch öfters mal wechseln, die neu sind, dass man denen auch sagen kann, guck mal, so sah es aus, so sieht es jetzt aus und jetzt müssen wir gucken, wie entwickeln wir das weiter. Ich verbinde als Erstes mit dem Erscheinungsbild der Messe Frankfurt, dass es ein sehr klares Erscheinungsbild ist, sehr reduziert, und das Logo. This is our corporate logo. Even little things like this, it just makes me so proud of just being a part of Messe Frankfurt. Ich bin immer stolz drauf, wenn ich sehe, was bei dem Gegenüber passiert, wenn ich diese Visitenkarte zeige. Das ist einmal so ein Erkennungseffekt, dann ist es auch ein Anerkennungseffekt. Eigentlich ist es der Türöffner letztendlich. And they notice that, oh, you are part of Messe Frankfurt. Ein geniales Signet, Quadrate, die sich nach einem Raster aufeinandertürmen. Das ist einmal der Grundriss, aber es ist auch ein Gebäude und es ist auch Bewegung. Also die Quadrate habe ich persönlich jetzt immer mit Gütern verbunden. Der große Würfel für die Leitmesse in Frankfurt, die kleinere für die Messen im Ausland. Also ein Quadrat ist zuverlässig. Es kann auch ein bisschen eckig sein, manchmal ein bisschen einfallslos, sehr rigide. Aber man weiß immer, wo dran man ist. Was mir einfach an diesem Logotyp sehr gefällt, ist das Spielerische dieser Elementen, die eben auch vom Groß zu Klein gehen. Es ist ein buntes Zeichen, es ist ein fröhliches Zeichen. Die Farbe von der Messe ist für mich die rote Farbe. Das ist auch die schönste der Welt, deswegen tragen die Hostessen auch. Die Farbe Rot kommt vom Leitsystem, was natürlich für viele Besucher der erste und der größte Kontakt ist. Von den Würfeln, von der Beschilderung, von den Säulen, die auf dem Gelände stehen. Rot, Blau und alle Schattierungen von Grau. Auch ganz viel Weiß. Also ich denke, das Ganze wird ja von großen weißen Flächen oft getragen. Warum habt ihr diese gelbe Jacke an? Und das ist, finde ich, auch eine Farbe, die
die zieht. Die uns unterscheidet auch von dem normalen Publikum, dass man also als Hallenmeister erkannt wird. Man mag eine Person und weiß gar nicht genau warum. Das Erste, was man von einem Unternehmen im Druckbereich oder auch auf dem Bildschirm sieht, ist eben die Schrift. Die nehmen wir ja nicht wahr, aber irgendwie haben wir das Gefühl, die sind eben präzise oder unscharf oder weich oder eckig. Und das nimmt man mit nach Hause, weil es die sichtbare Sprache des Unternehmens ist. Das Gefühl entspricht schon sehr einer Person. Man kann es also auch wirklich, das heißt im Englischen ja auch Charakter. Also Charakter ist ja eine Schrift und eine Charakter hat Charakter. Eine Schrift kann aggressiv sein, kann Ruhe ausstrahlen, kann Freude ausstrahlen. Es gibt viele Stellen, an denen man wirklich ein gutes Gefühl hat, dass der Corporate-Gedanke dreidimensional geworden ist. Wenn ich unsere Servicemöbel anschaue. Mir gefallen die Möbel auf dem Messegelände sehr gut, weil es fügt sich sehr gut eigentlich in die Umgebung ein. Und es ist auch wie alles andere beim Erscheinungsbild der Messe Frankfurt sehr reduziert. Ruhezonenmöbel sind ganz wichtig. Manchmal würde ich mir eine Lehne dran wünschen. Aber sonst, denke ich, sind sie gut verteilt auf dem Gelände. Es ist komfortabel, aber es ist eben so, wie sagt man, ein Serviceangebot. Das ist sozusagen das Angebot für ein Sitzen, für ein Ausruhen, für ein kurzes In sich gehen. Wenn der Markt bespielt wird und alle kommen, alle um Aufmerksamkeit heischen, müssen diese Dinge, die wir entwickelt haben, immer noch erkennbar sein. Und ich glaube, dass es richtig ist, wenn sie dann eine sehr klare, eine einfache, verständliche, direkt erkennbare Form haben. Die häufigste Frage kommt natürlich, ist, wo die Toiletten? Wo sind die nächsten Toiletten? Ich denke, dass ein Schild nicht die menschliche Dimension ersetzt und vielleicht braucht es das tatsächlich auch, aber es ist klar, dass man auch nicht überall Menschen setzen kann. Piktogramme können natürlich von vielen Menschen, die in unterschiedlichen Sprachen sprechen und schreiben, erkannt werden. Das ist so, ja, so eine Art Bild-Esperanto. Die Toilettenmännchen im Unterschied zu WC oder Toilette, was man ja auch erstmal lesen können muss. Wir leben zwar in einer wahnsinnig mit Bildern erfüllten Welt, aber wir wissen, wenn wir uns orientieren müssen, brauchen wir präzise Angaben. Hier heißt es ja, ich muss A3 finden, Galerie finden, Tor 1 finden. Also hier sind ganz kurze Codes, 2, 3 Buchstaben, eine Zahl, unglaublich wichtig. The Messe Frankfurt Fairground is so huge, you know, we have Hall 1 through Hall 11. Wir haben ein dreidimensionales Messegelände. Das heißt, bei uns muss man nicht nur links und rechts unterscheiden, man muss auch noch wissen, in welcher Etage man sich befindet. Und das macht die ganze Sache extrem anspruchsvoll. Es ist nicht nur das Finden der Elemente auf einer Tafel. Es geht darum, eigentlich den Weg zu inszenieren und auch ihn angenehm zu machen. Das ist die Chance der Messe Frankfurt, diese Unterschiedlichkeit der Architektur, weil gerade durch die Via Mobile immer ein Außenbezug vorhanden ist. Und dieser Außenbezug gerade sehr gut ist für eine Orientierung. Das heißt, ich weiß immer, in welchem Bereich ich mich zu was befinde. Am Erscheinungsbild unseres Unternehmens sind ganz viele beteiligt. Unsere Mitarbeiter auf alle Fälle, und zwar weltweit, aber auch die vielen Dienstleister und Partner, die für uns arbeiten. We are helping each other, in any cases. Als Designer muss man gleichzeitig immer der Fremde sein. Man muss die Sache von außen sehen, aber man muss sich die ganze Sache auch annehmen an sich. Wir sind der erste Ansprechpartner für die Kunden, wenn die Fragen haben. An der Erscheinung eines Unternehmens sind wirklich alle beteiligt. Es gibt Spezialisten, die sich sozusagen nur mit der Erscheinung beschäftigen. Die haben auch den geschulten Blick, die können dafür sorgen, dass bestimmte Formen auch stimmen. Ja? Also man kann es mit Gewalt machen, sagen, ihr müsst das Logo nehmen, sonst gibt es Schläge. Aber kluge Leute machen das so, dass sie die Leute überzeugen, die von den Vorteilen des Erscheinungsbildes in Kenntnis setzen und dann dafür sorgen, dass alle mitziehen. Dadurch, dass wir 14 Messen weltweit haben innerhalb des Brands Automechanicals, ist dieses Erscheinungsbild, dieses gleiche Logo zum Beispiel, unheimlich wichtig für die Kunden. Das ist, damit die Kunden erkennen, das gehört zu dem Brand. Es ist absolut notwendig, dass man sein Erscheinungsbild
genauso verändert und pflegt, wie man sich selbst verändert. Mit der Zeit baut man ja auch eine Marke auf, wo die Leute auch ein gewisses Image mit einer Marke oder einer Firma verbinden. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass das immer weiter gepflegt wird. Die Messe wächst, die Messe ändert sich, das Publikum ändert sich. Also brauchen wir ein System, das muss nach oben offen sein. Ist es auch. Erscheinung ist eigentlich der Ausdruck von einem inneren Zustand. Ohne jetzt hier psychologisch zu werden, aber auf ein Unternehmen bezogen, könnte man sagen, der innere Zustand drückt sich letztendlich auch in der Erscheinung aus. Wenn es dann so kommt, dass man so gesehen wird, wie man auch eigentlich gerne gesehen werden möchte, dann hat man es geschafft.